das, was jetzt aktuell sehr, sehr krass im Hype ist, vorrangig durch einen Influencer aus dem amerikanischen Raum, Iman Gazi, der spricht dann von seinem Monk-Mode, der sagt dann quasi, ey, für 2 Wochen setz dich mal hin, mach ordentlich, kein Kaffee, kein Alkohol, keine Ablenkung und arbeite einfach an dir, was an sich etwas Gutes ist, aber ich glaube, es ist deutlich besser, wenn man sich eine Struktur in sein Leben aufbaut, die man so auch länger als 2 Wochen durchzieht. Ich sehe einen sehr, sehr großen Mehrwert darin, dass man sich eine Routine aufbaut, die man so über einen langen Zeitraum, vielleicht sogar ein Leben lang durchziehen kann. Und ich glaube, es ist 100-mal besser, so eine Routine aufzusetzen und zu entwickeln, angepasst auf dich selbst, die du ein Leben lang potenziell durchziehen kannst, die dir ein Leben lang Benefits gibt. Und ich weiß, es ist viel härter, es ist auch viel härter, das durchzuziehen, statt mal eine Woche durchziehen und dann wieder eine Woche entspannen und, weiß ich nicht, Chips essen und, weiß ich nicht, feiern gehen oder Alkohol, was auch immer, als es die ganze Zeit durchzuziehen. Ich weiß, es ist viel schwieriger, aber es ist auch deutlich, deutlich besser für dich, für dein Leben und effektiver.